Piloten unserer Kunden haben im vergangenen Jahr fast 3000 Präzisionsschläge durchgeführt. Wir sind über die Maßen stolz darauf. Es erlaubt dir, die bösen Jungs von den guten zu trennen. Es ist eine große Sache. Aber wir haben etwas viel Größeres. Deine Kinder haben wahrscheinlich eins davon, oder? Nicht ganz. Ein Teufelskerl von Pilot? Nein. Diese Fähigkeit ist rund um KI. Es fliegt sich selbst. Sein Prozessor kann 100-mal schneller reagieren als ein Mensch. Die stochastische Bewegung ist in einem Anti-Scharfschützen-Modus. Genau wie jedes andere mobile Gerät heutzutage hat es Kameras und Sensoren. Und genau wie deine Handys und Social-Media-Apps funktioniert auch bei ihm die Gesichtserkennung. Hier drin sind 3 Gramm Spezialsprengstoff. Und so funktioniert es. Hast du das gesehen? Dieser kleine Schuss genügt, um eine Schädeldecke zu durchschlagen und alles dahinter zu zerstören. Man sagt immer, nicht Waffen, sondern Menschen würden Menschen töten. Nun, sie tun es nicht. Sie werden emotional, gehorchen den Befehlen nicht, schießen absichtlich daneben. Lass uns daher mal sehen, wie hier die Waffen die Entscheidung treffen. Jetzt vertrau mir. Das waren alles böse Jungs. Das war ein Luftangriff von chirurgischer Präzision. Es ist eines aus einer ganzen Reihe von Produkten. Als Schwarm programmiert, können diese Dinger in Gebäude, Autos und Züge dringen, können Menschen und Kugeln ausweichen und so ziemlich jede Gegenmaßnahme durchkreuzen. Sie können nicht aufgehalten werden. Nun, ich sagte, das ist groß. Warum? Weil wir groß denken. Schau mal. Ein 25-Millionen-Dollar-Auftrag kauft ihnen das hier. Genug, um eine halbe Stadt zu töten. Die üble Hälfte. Nuklear, das ist Schnee von gestern. Schalte deinen gesamten Feind aus und das praktisch risikofrei. Charakterisiere ihn einfach, lass den Schwarm los und ruh dich aus. Dumme Waffen schlagen dort ein, wohin du sie richtest. Intelligente Waffen verarbeiten Daten. Wenn du deinen Feind mit Hilfe von Daten finden kannst, selbst schon mit einem Hashtag, kannst du eine böse Ideologie genau dort treffen, wo sie beginnt. Dieser Kurzfilm ist mehr als nur eine Spekulation. Er zeigt die Ergebnisse der Integration und Miniaturisierung von Technologien, die wir bereits haben. Ich bin Stuart Russell, Professor für Informatik in Berkeley. Ich arbeite seit mehr als 35 Jahren an künstlicher Intelligenz. Ihr Potenzial zum Wohle der Menschheit ist enorm, auch in der Verteidigung. Aber es wird verheerend für unsere Sicherheit und Freiheit, Maschinen darüber entscheiden zu lassen, Menschen zu töten. Tausende meiner Kollegen sind sich daran einig. Wir haben noch die Möglichkeit, diese Zukunft, die Sie gerade vor Augen geführt bekommen haben, zu verhindern. Aber das Zeitfenster zum Handeln schließt sich schnell.